Entschuldige, aber Team Yell hat mit seinem Unfug hier einiges an Dreck zurückgelassen. Es dauert noch ein kleines bisschen, bis alles wieder auf Vordermann gebracht ist. Also gedulde dich bitte ein wenig. Ich brauche unbedingt irgendwas Surfermäßiges. Bin mal gespannt, was die diesmal sich einfallen lassen. Flugtaxi haben sie ja schon. Als anstatt fliegen. Bin mal gespannt, was das andere wird. Weniger Andrang. Ich sehe da nichts. Voll. Ich habe die Geoglyphe zwar fotografiert, aber das kommt niemals an das Original ran. Naja, zumindest kann ich mir jetzt immer die Bilder ansehen, um mich daran zu erinnern, wie besonders es war, diesen Ort in Natura zu sehen. Also die Arenaleiter sind ja sowieso immer um einiges stärker als die Trainer in dem Ort. Ich könnte mir vorstellen, das könnte so Level 20 sein. Danke, Voldi. Bye. Super, dass du extra vorbeigekommen bist. Ich brauche hier mal deine Meinung. Siehst du die Figuren da auf dem Hügel? Diese Bodenzeichnung nennt man Geoglyphe. Außerirdische! Was glaubst du, was das darstellen soll? Ja, das ist eine mögliche Interpretation. Das könnte ein dynamaximiertes Pokémon sein. Aber die Leute, die vor 3000 Jahren gelebt haben, sollten eigentlich nicht mal wissen, was Dynamax überhaupt ist. Sie hätten mehr als nur eine blühende Fantasie gebraucht, um solch eine präzise Abbildung davon zu erstellen. Vor langer, langer Zeit erschien ein schwarzer Wirbel am Himmel über Gala. Und gigantische Pokémon begannen in der Region zu wüten. Die Leute nannten den Wirbel Finstere Nacht. Was mag das wohl gewesen sein? Und was hatte der Wirbel mit dem Dynamax-Phänomen zu tun? Fragen über Fragen. Und wie es aussieht, ist das mein Job, Antworten auf sie zu finden. So viel Arbeit, nur weil mir meine Großmutter ins Gewissen geredet hat. Danke auf jeden Fall für deine Hilfe. Hier, nimm das Dankeschön, diese Ligakarte. Ligakarte von Yaro? Yaro, der Arenaleiter von Turffield, ist auf Pflanzen-Pokémon spezialisiert. Feuerkäfer und Flugattacken sind gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv, falls du das noch nicht wusstest. Oh, und nimm die hier mit, falls deine Pokémon im Kampf gegen Yaro schlapp machen sollten. Oh, danke. Geh und zeig denen im Stadion von Turffield, was du auf den Kasten hast. Ich bin nicht groß genug für das andere Loch. Diese rätselhafte Steingebilde. Wurden sie von Menschenhand geschaffen oder doch eher von Pokémon? Ich
Blattstein! Ich brauche aber einen Feuerstein! Jaro arbeitet nicht nur hart auf den Feldern, er züchtet auch wunderschöne Blumen. Topbeleber, Katoka, please! Gib dir das, Blake! Ich hab den Pflanzenorden, das ging fix, was? Tja, wenn es um Volley geht, bin ich eben unschlagbar. Was ich damit meine, das wirst du gleich sehen. Keine Angst, du packst das bestimmt auch. Du bist schließlich meine Rivalin. Heißt der Orden wirklich jetzt Pflanzenorden? Was ist das? Hey, ich bin's, Balduin! Als Zeichen unserer Freundschaft habe ich hier einen ganz tollen Ball für dich. Du verstaust das Item in einen Pokéball. Ein besonderer Ball, der die Sympathie von gefangenen Pokémon sofort ansteigen lässt. Fängst du ein Pokémon mit deinem Freundesball, ist es dir gegenüber sofort zutraulich. Schon faszinierend, was so alles in einem Pokéball steckt, oder? Gibt's hier auch neue Uniformen? Nee. Stahl habe ich gekauft. Und was gibt's hier? Challenger, willkommen. Lass mich dir erstmal den grundsätzlichen Ablauf der Arena Challenge erklären. Das Ziel der Arena Challenge besteht darin, die verschiedenen Arena-Missionen zu bewältigen und die Arena-Leiter zu besiegen. Von jedem Arena-Leiter, den du besiegst, erhältst du einen von insgesamt 8 Orden. Arena-Orden. Alles klar. Möchtest du dich gleich an der Arena-Mission versuchen? Oh ja! Gut, dann solltest du zuerst mal in deine Uniform schlüpfen. Die ist bei Arena-Missionen Pflicht. Darf ich entscheiden, was? Nun kann die Arena-Mission beginnen. Zeig, was du drauf hast. Mann! Muss ich wahrscheinlich in einem Laden ausrüsten. Was ist das denn? Soll ich die Wollis jetzt schubsen? Die Mission, die der Arenaleiter von Torfield für Challenger vorgesehen hat, besteht darin, diese bockigen Wolli zu dieser Heuballenwand zu treiben. Ich bin übrigens der Schiedsrichter. Stuart lautet mein Name. Meine Aufgabe ist es, den geregelten Ablauf der Arena-Mission zu überwachen und die Ergebnisse der Kämpfe weiterzuleiten. Nun denn, möge die Arena-Mission beginnen! Und jetzt...
Alter, was zur Hölle? Oh, willkommen Arena Challenger. Wenn ich mit dir fertig bin, suchst du sofort das Weite. Aber nimm's nicht persönlich, das ist mein Job. Ich habe vergessen, das Pokémon zu wechseln. Wetten, ich kann die Uniform von denen erst bekommen, wenn ich die Arena fertig gemacht habe. Okay, Kurama, das ist deine Arena. Ja, stimmt. Ah, vielleicht kannst du mit deinen Typen ein bisschen tricksen. Du brauchst ja nur ein Pokémon, was von Typ ist, was halt du ausgewählt hast. Und das braucht nur eine Attacke, die damit klarkommt. Du und deine Pokémon seid eine Einheit, so wie es sich für einen Arena-Challenger gehört. So. Ich finde dieses hier irgendwie so. Ich weiß nicht. Und Rose. Ich behalte Rose erst noch ein bisschen. Wolli, wo willst du hin? Ich hab dann noch einen Arena-Typ gesehen. Deine Pokémon haben doch bestimmt Lust, ein bisschen Frust abzulassen und ungehemmt ein paar Attacken zum Besten zu geben, oder? Level 16. Also es könnte interessant sein. Der Arena-Leiter hat bestimmt Level 20. Oder so ein bisschen halt in der Nähe. Die Arena-Leiter übertreiben ja im Level immer. Ja, manchmal ein Level, das ist weitaus über dem, was die Partner von dem Arena-Leiter haben. Aber ich finde es interessant. Dauert schon ein bisschen, bis man die erste Arena trifft, ne? Weil das ist das erste Mal, dass in der ersten Arena ich meinen Starter halt als Entwicklung schon habe, ne? Oh Gott! Nein!
Ihr blöden Wollis! Du hast es nicht mehr weit bis zum Arenaleiter, aber freue dich nicht zu früh. Ich habe einen Volley verloren! Ja, geht schon. Aber der Unterschied zu den anderen Editionen ist schon enorm. Der erste Arenaleiter war sofort in der nächsten Stadt, in der ersten Stadt, die man überhaupt trifft. Meist. Und hier hat man 3, 4 Städte oder so besucht erstmal. Aber ich glaube, jetzt kommt's ruckzuck. Eine Arena nach der anderen. Nein, ich säure. Lass das. Mann, bist du stark. Jetzt darfst du dich freuen. Als nächstes wartet der Arenaleiter auf dich. Okay, ich sammle noch eben den anderen Volley ein. War eine lustige Challenge. Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Ich mach mal kurz weg, weil es könnte eine Sequenz kommen. Alter, das ist ja wie so ein Fußballstadion. Mein Arena-Stadion ist die erste Anlaufstelle für alle frisch gebackenen Arena-Challenger. Daher gibt es hier so viele Herausforderer, dass ich kaum eine ruhige Minute bekomme. Also habe ich mir eine besonders knifflige Arena-Mission überlegt, dachte ich zumindest. Für dich war sie offenbar kein Problem. Hut ab. Du scheinst ein gutes Gespür für Pokémon zu haben. Noch ein Grund mehr, für mich alle Register zu ziehen und meine Pokémon zu dynamaximieren. Das wird ein spannender Kampf. Warte mal, dynamaximiert der alle seine Pokémon? An bestimmten Stellen in der Gala-Region ist es Pokémon möglich, gigantische Ausmaße anzunehmen. Dieses Phänomen nennt man Dynamaximierung. Berührst du das Dynamax-Symbol, das erscheint, wenn im Kampf das Dynamax-Band aufleuchtet, kannst du dein Pokémon dynamaximieren. Die Dynamaximierung eines Pokémons hält nur 3 Runden lang. Eine dynamaximiertes Pokémon kann mächtige Attacken einsetzen, die Dynamax-Attacken genannt werden. Diese Attacken lösen je nach Typ einen zusätzlichen Effekt aus. Warte den richtigen Zeitpunkt für eine Dynamaximierung ab, um den Kampf für dich zu entscheiden. Ich leg sofort los hier. Ich brauch nur 3 Runden.
Wams! Flambiert! Das ist sehr effektiv! Ich glaube, sein Pokémon ist zu Asche geworden! Haha, wir sind zäh und ausdauernd! Farmer sind nämlich nicht so leicht unterzukriegen! Zeit für Dynamax! Wir werden euch mitsamt euren Wurzeln... Ja. Kurama war schon geschwächt. Sieh zu und staune, hier kommt eine Dynamax-Attacke. Komm. Na.
So verwelkt unsere ganze Pflanzenpower. Du bist ein beeindruckender Renner, Challenger. Du hast dich richtig in diesem Kampf reingekniet. Und jetzt erntest du die Früchte dafür. Du hast im Rahmen der Arena Challenge einen Arenaleiter besiegt. Um deine Leistung zu ehren, verleihe ich dir hiermit den Pflanzenorden. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 25 fangen. Die Pokémon in dieser Zone da, die sind über 25. Können wir nochmal darüber reden? 8 Orden musst du dir erkämpfen, wenn du die Arena Challenge siegreich abschließen willst. Viel Erfolg dabei. Geh und zeig's den anderen Arenaleitern. Mein herzlichsten Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Arenaleiter Yarrow Blake. In Anerkennung deiner Leistung überreiche ich dir diese TM. Bitteschön. Dazu bekommst du außerdem Yarrows Uniform. Aber bevor du fragst, das ist natürlich nicht das Original, sondern nur eine Nachbildung. Ah, Pflanzenuniform! Nur zu deiner Information, Blake. Die Arena Challenge sieht vor, dass du die Arenen in einer festen Reihenfolge abgrast. Für dich steht jetzt erstmal Kate, die Arenaleiterin von Kilton, auf dem Plan. Route 5 führt dich direkt dorthin. Aber mit dem Pflanzenorden in der Tasche könnte es sich lohnen, vorher einen Jobstecher in die Naturzone einzulegen. Da gibt es nämlich einige sehr starke Pokémon. Es ist zwar nicht gerade einfach, Pokémon zu fangen, deren Level höher ist als der deiner Team-Pokémon, doch der Aufwand lohnt sich. Ja, aber mit Level 25 kann ich nicht viel anfangen. So.